Wir beginnen aber in Paris, wo heute Nachmittag vor der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame ein Mann Terroralarm ausgelöst hat. Er ist vor der Kirche mit einem Hammer auf drei Polizisten losgegangen und wurde angeschossen. Als der Mann die Beamten angriff, soll er gerufen haben, das ist für Syrien. Ein Polizist eröffnete daraufhin das Feuer und stoppte die Attacke. Während des Vorfalls wurden an die 1000 Menschen in der Kathedrale aus Sicherheitsgründen festgehalten. Der Angreifer wurde verletzt und hat sich als algerischer Student ausgegeben. Eine Antiterrorkommission hat nun die Ermittlungen übernommen.